Eine ganz besonders aufwendige Sanierung wurde jetzt in der Wismarschen Straße in Angriff genommen. Das 1904 erbaute Bankgebäude und jetzige Sparkassengeschäftsstelle wird von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin für die nächsten Jahre fit gemacht. Die Zeit drängt. Den Stahlträger, die Balkone tragen, korrigieren bereits. Jugendstilfassade, Giebel und Fenster werden nun komplett erneuert. Zunächst muss dazu ein Baugerüst errichtet werden. Weil es tonnenschwere Teile tragen muss, sind besondere Verankerungen durch Pfahlgründungen notwendig. Für den Straßenverkehr ergeben sich Behinderungen. Bereits jetzt kann der Gehweg nicht mehr genutzt werden. Der Durchgangsverkehr wird gerade in den Nachtstunden behindert sein. Wir sind mit dem Nahverkehr übereingekommen, weil die Straßenbahn, insbesondere wenn das Gerüst hier aufgebaut wird, nicht fahren kann, dass es dann hier einen Schienenersatzverkehr gibt. Aber die Straße wird insgesamt frei sein, sodass auch die Zuwegungen zu den Parkhäusern gewährleistet sind. Am 29. und 30. Juli wird die Arsenalstraße in den Nachtstunden gesperrt. Auch im September und November kommt es an einzelnen Tagen zu Sperrungen. Die Bauarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude werden sich bis weit ins nächste Jahr hinziehen.